Liebe Geschwister, sehr viel, was heute zu sagen wäre. Ich muss mich beschränken, auch der Zeit halber beschränken. Ich darf sagen, Alhamdulillah, wir haben sehr viele Solidaritätsbekundungen erfahren. Und ohne die anderen geringer zu gewichten, möchte ich hervorheben, dass der Islambeauftragte des Bistums Limburg auch dazu öffentlich aufgefordert hat, presseöffentlich auch dazu aufgefordert hat, dass man sich als Nichtmuslim solidarisiert mit Muslimen und auch explizit den Weg ins Freitagsgebet zu suchen hat. Für diejenigen, die daran mitwirken wollen, morgen wird ab 16.30 Uhr, ab 4.30 Uhr am Nachmittag eine Mahnwache am Frankfurter Römerberg stattfinden, die von muslimischen Gemeinden angemeldet wurde. Und morgen von 10 bis 2 in Wiesbaden wird es auch eine Mahnwache geben. Und bundesweit finden auch solche Demonstrationen und Kundgebungen statt. Liebe Geschwister, ich möchte Alhamdulillah aufbauend auf dieser Solidarität, die uns erreichte, aber auch einige weiterführende Verbesserungsvorschläge euch mitteilen, auf dass ihr auch Multiplikatoren seid. Zum einen wurde in verschiedenen politischen Statements, zivilgesellschaftlichen Statements, der Rassismus verurteilt im Zusammenhang mit den Anschlägen in Neuseeland. Und das ist unangemessen, unwissenschaftlich und auch irreführend. Merkt euch bitte drei Gründe. Zum einen, liebe Geschwister, suggeriert das, ja, es legt nahe, implizit zwischen den Zeilen, dass Muslime Schwarze ausschließlich wären, beziehungsweise People of Color, also nicht Weiße. Und das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Wir haben Millionen von Muslimen mit blauen Augen, also die sind nicht blauäugig, sondern haben blaue Augen und haben blonde Haare und den hellsten Hauttyp, den man diskussionswürdig als weiß beschreibt. Ja? Das heißt, wenn sich etwas gegen Muslime richtet, dann richtet sich das gegen die gesamte Farbpalette, die Allah Ta'ala aufgrund seiner Weisheit und aufgrund seiner Allmacht und aufgrund seines Willens unter den Menschen und unter den Muslimen erschuf. Deswegen ist das unangebracht. Als ob Muslime People of Color ausschließlich wären, als ob Muslime ausschließlich Schwarze wären. Dem ist nicht so. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt den Blick von den Betroffenen hin zu den Tätern wenden, Islamhasser, Muslimfeinde, antimuslimische Rassisten sind auch nicht nur weiß, in Anführungsstrichen. Ja? Wir haben auch zahlreiche schwarze, ja? Antimuslimische Rassisten, Muslimfeinde, Islamfeinde und im weiteren Spektrum People of Color, die gegen den Islam hetzen. Ja, das heißt, man lenkt dann auch von gewissen Tätern mit diesem Begriff unbewusst ab. Und zum Dritten, wenn sich etwas zielgerichtet auf Muslime richtet, unter Ausschluss von Schwarzen, unter Ausschluss von Sinti und Roma, unter Ausschluss von Juden, unter Ausschluss von anderen Farben, die Allah Ta'ala erschuf unter den Menschen, dann muss man also den eigentlichen Beweggrund auch beim Namen nennen. Dann kann man das nicht einfach verwässern durch den Oberbegriff Rassismus. In dieser lesenswerten Studie von Lisa Joanna Talhout, Muslimische Frauen und Männer in Deutschland, eine empirische Studie zu geschlechterspezifischen Diskriminierungserfahrungen, dort hat sie 184 zum Islam, also Konvertierte, wir sagen Revertierte, zum Islam zurückgefundene, weil wir den Hadith vom Propheten ernst nehmen, sallallahu alaihi wasallam, dass jeder Mensch als Muslim geboren wurde, und eine Konversion, eine Änderung suggeriert, aber unabhängig davon, das ist mittlerweile ein Fachbegriff geworden, aber ich weise auf die Nichtvereinbarkeit mit der islamischen, also mit islamischen Positionen hin, zumindest einiger dieser unterschwelligen Bedeutungen hin. Auch weiße Menschen mit blauen Augen, nicht blauäugig, sondern mit blauen Augen und blonden Haaren, ja, erfahren diese Diskriminierungen. Und da muss man auch
darüber sprechen, warum. Und Rassismus ist, wie gesagt, nicht der richtige Fachbegriff an dieser Stelle. Das Wort Islamophobie ist auch von der Wissenschaft verlassen worden, ja, weil eine Phobie ist eine Krankheit, ja, und Kranke, wir tendieren als Menschen dazu, uns in sie hineinzufühlen, Verständnis zu haben, sie zu entschuldigen, weil sie leiden ja unter einer Krankheit. Ja, ist ja schlimm, unter einer Krankheit zu leiden. Und deswegen ist auch der Begriff Islamophobie von der Wissenschaft längst verlassen worden, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und das Wort Fremdenfeindlichkeit lehnen wir erst recht in Bezug auf den Hass ab und auf die Gewalt ab, der auf Muslime gerichtet ist, weil wir keine Fremden sind. Wir sind Bürger und Bürgerinnen, Staatsbürger und Bürgerinnen. Wir sind hier geboren, hier aufgewachsen, wir leisten unseren Beitrag, auch wenn wir her migriert sind, aber wir sind keine Fremden. Ja, und Fremdenfeindlichkeit müsste sich ja dann wieder auch gegen andere nicht, ja, als wahrgenommene Deutsche richten. Tut es aber in diesen Fällen, wo jemand beispielsweise mit einem Maschinengewehr in eine Moschee stürmt, nicht, sondern er ging in eine Moschee, nicht in eine multiethnische Feier, ja, wo auch verschiedene Religionsangehörige vertreten sind, weil wir müssen auch diese Kategorien etwas differenzierter betrachten. Wenn wir beispielsweise von Multikulti sprechen, ja, Multikulti kann auch rein im Islam, in den muslimischen Gesellschaften stattfinden. Ja, wir reden von indischen Muslimen, von indonesischen Muslimen, von balkanesischen Muslimen und so weiter. Und wir haben hier eine Religion mit vielen unzähligen Kulturen. Ja? Umgekehrt können wir von einer Kultur sprechen mit verschiedenen Religionsgemeinschaften innerhalb dieser Großkultur. Ja, die gewisse Gepflogenheiten, die auch mit ihren Religionen vereinbar sind, einfach weiter tradierten über die Jahrhunderte. Ja? Auf dem indischen Subkontinent beispielsweise kann man grob von einer gemeinsamen Kultur für verschiedene Religionsanhänger sprechen, ohne dass, wie gesagt, diese Religionsanhänger im Widerspruch zu ihrer Religion handeln. Wir müssen schauen, was will uns mit diesen Worten gesagt werden oder wo sind sie unangemessen. Und wie gesagt, Rassismus müssen wir streichen in Bezug auf den Hass und die Gewalt, welche sich gegen Muslime richtet, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie, diese drei Begriffe, liebe Geschwister, sensibilisiert eure Mitmenschen dafür, dass sie unangemessen sind. Man kann einen von den drei Begriffen verwenden, Muslimfeindlichkeit oder Islamfeindlichkeit oder antimuslimischen Rassismus, die sich durchgesetzt haben mit gewissen Argumenten und Gegenargumenten, aber das sind die Begriffe, von denen wir eigentlich jetzt sprechen müssten. Und dort, wo, wie gesagt, zivilgesellschaftliche oder politische Solidaritätsbekundungen nicht einen dieser drei Begriffe beinhalten, sondern nur von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sprechen, man redet am Thema vorbei. Man redet am Thema vorbei. Und das ist Teil vom Problem, weil damit das muslimische Leid nicht anerkannt wird, weil das Problem nicht anerkannt wird. Und wenn man das Problem nicht anerkennt, ja, stellt euch mal vor, ihr geht zum Arzt und der Arzt sagt, ja, Sie haben eine Erkältung. Ja, das wusste ich schon vorher, dass ich eine Erkältung habe. Ich will genau wissen, was ich habe. Ich will nicht irgendeine Medizin gegen irgendeine Erkältung nehmen, sondern ich will genau die Medizin nehmen, die für meine Art der Erkältung, für den Typ Bakterien oder Viren, der diese Krankheit jetzt hier verursacht hat, möchte ich eine Medizin nehmen, nicht irgendetwas Allgemeines. Ja? Liebe Geschwister, die letzten Tage haben wir alle mit verschiedenen Gefühlen umgehen müssen, gemischten Gefühlen. Wie gesagt, wir haben sehr viele Solidaritätsbekundungen erhalten in Wort und in Tat, ja, die schwer zu gewichten sind. Wir haben aber auch einige Dinge miterlebt, die uns irritiert haben, die uns vielleicht auch verletzt haben. Und ich fühlte mich in diesem Gefühlsmischmasch erinnert an die Situation, die Muslime damals durchmachen mussten, als 40 Oberhäupter der Quraysh entschieden haben, dass die Bani Hashim, denen der Prophet angehörte, sallallahu alaihi wasallam, die Muslime,
oder so ein Großteil der Muslime, dass diese gesellschaftlich boykottiert werden. Also 40 Oberhäupter der Quraysh haben eine Vereinbarung, sogar eine schriftliche, fixiert und sie haben wenig Schriftstücke gehabt, die Araber insgesamt. Aber das war ihnen so wichtig, dass sie extra ein Schriftstück anfertigten. Und 40 Oberhäupter gaben ihr Siegel dafür, dass man keinerlei Heirat mit Muslimen vollzieht, also weder Männer, Frauen unter den Muslimen heiraten, was damals noch möglich war, von der Scharia her betrachtet, noch umgekehrt, noch dass man Handel betreiben durfte. Und das führt auch dazu, dass dann Muslime in eine bestimmte Gegend gezogen sind, womit sie auch von der, also geografisch quasi von der Lage her isoliert gewesen sind, marginalisiert wurden, also an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden und dortige Nicht-Muslime von den Quraysh, unter anderem auch Abu Jahl, sind weggezogen, ja, vielleicht war es auch Abu Lahab, ich bin jetzt durcheinander gekommen, sind weggezogen von dieser Gegend. Ja, also kein Handel, keine Heirat und dass man ein gewisses Gebiet irgendwo auch insgesamt meidet. Und dieser Zustand, liebe Geschwister, währte 2 Jahre lang. Und er hat wortwörtlich auch zu Hunger und Not geführt. Also dass Menschen Hunger litten. Ja, und Hunger ist nicht nur das Gefühl des Hungrigseins, sondern damit geht einher körperliche Schwäche, geistige Niedergeschlagenheit. Es ist nicht umsonst ein Foltermittel. Ja, wenn man Menschen aushungert, ist das ein Foltermittel. Und das war ein Zustand, der, wie gesagt, 2 Jahre und noch etwas länger anhielt. Und es war zu beobachten, dass es einige unter den Quraysh gab, die waren angetrieben. Ja, religiöse Motive, ideologische Motive. Sie wollten, dass das durchgesetzt wird, dass die Muslime boykottiert werden. Ja. Abu Jahl zählte dazu. Dann gab es einige Opportunisten. Die waren gar nicht so vom Herzen überzeugt, aber sie hatten politische Vorteile dadurch. Oder gesellschaftliche Vorteile dadurch. Und dann gab es Menschen, die waren gar nicht davon überzeugt. Sie waren eigentlich im Inneren dagegen. Sie äußerten sich auch dagegen. Aber sie gaben dem Druck bei. Und dann gab es Menschen, die haben Haltung gezeigt. Die haben gesagt, da machen wir nie im Leben mit. Und sie wurden mit boykottiert. Die Bani al-Muttalib, ja, diese Familie, dieser Stamm, dieser Unterstamm, dieser Zweig, er sagte, da machen wir nicht mit bei diesem Boykott. Und dann wurden sie auch mit boykottiert. Und das ist etwas, was ich, wie gesagt, in dieser Gesellschaft auch beobachten durfte über die letzten Jahre, in denen wir als gesellschaftliche Institution mit anderen Institutionen wirken. Ich konnte sehen, es gab Menschen oder es gab Institutionen, die gesagt haben, die Muslime wollen wir nicht haben. Die sollen hier nicht sprechen, die sollen hier nicht vertreten sein. Es sollte über sie gesprochen werden, nicht mit ihnen gesprochen werden. Das kann ich bestätigen, das kann ich bezeugen. Und ich kann bezeugen, dass es auch Gruppen, Organisationen gab und gibt, die eigentlich nicht zufrieden sind mit dem, was gerade passiert, aber irgendwelche politischen oder persönlichen Abwägungen treffen und erstmal klein beigeben, vielleicht in der Hoffnung, dass sich das in Zukunft ändert oder dass man irgendwelche andere Alternativen parallel schafft. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass es einige Leute gibt, die sagen, nicht mit uns, nicht in unserem Namen und die sich sehr stark für uns einsetzen, nicht weil sie den Islam in irgendeiner Form ehren oder würdigen oder weil sie persönliche Beziehungen zu Muslimen haben, beispielsweise über Heirat oder Freundschaft, sondern aus Prinzip. Aus Prinzip sagen sie, da machen wir nicht mit. Und subhanallah, diese aggressive Ideologie der Ausgrenzung, sie machte dort nicht Halt, sondern Abu Jahl ersetzte sogar Familienmitglieder unter Druck. Al-Hakim, er war auf dem Weg als Nicht-Muslim, einen Sack Mehl an seine Tante Khadija und unsere Mutter, radiallahu anha, zu überbringen. Und das war von dem Boykott nicht betroffen. Das war Familienangelegenheit. Ja. Aber Abu Jahl war so unverschämt, er sagte sogar, ich werde dir das Leben schwer machen, solltest du diesen Sack Mehl ausliefern. Es ging um einen Sack Mehl, ja, dass Menschen leben können. Ja. Es ging nicht um irgendwie Waffenlieferungen oder... Ja.
ein Sack Mehl. Du wirst diesen Sack Mehl nicht abliefern, ansonsten mache ich dir das Leben zur Hölle. Also so, ihr wisst, wie er geredet hat. Abu Jahl, ja? Der Vater des Unwissens. Und Al-Hakim, als Nicht-Muslim, hat gesagt, was willst du, wer bist du? Ich werde diesen Sack Mehl abgeben. Und andere Nicht-Muslime haben auch gesagt, das ist unwürdig. Das darf Abu Jahl nicht. Ja? Das überschreitet nicht nur eine Linie, sondern das überschreitet eine Welt, was er dort will. Jemand, der Abu'l-Bakhtari genannt wurde, er stellte sich Abu Jahl in den Weg und es gab auch eine körperliche Auseinandersetzung und er stellte damit sicher, dass dieser Sack Mehl auch abgeliefert werden kann. Hisham ibn Amr, auch ein Nicht-Muslim, den dieser Boykott von Anfang an gestört hat und der ihn auch von Anfang an nicht umsetzte, sondern immer wieder Hilfslieferungen hat zukommen lassen den Muslimen. Und er war nicht Muslim gewesen. Er sorgte später dafür, dass, indem er sich vier Gleichgesinnte suchte, dass dieser Boykott aufgehoben wurde. Dazu komme ich gleich. Er sagte zu Mut'im ibn Adi, er sagte, wie gesagt, ein Nicht-Muslim, du schaust dabei zu, wie diese Menschen ausgegrenzt, marginalisiert und ausgehungert werden. Du wirst vielleicht der Nächste sein. Also wenn du einer Sache vom Prinzip her zustimmst, selbst wenn sie nicht gegen dich gerichtet ist, du kannst der Nächste sein. Ja? Wenn uns jetzt beispielsweise Diffamierungen, Lügen erreichen über Islamfeinde, sollte uns das freuen? Das wird uns nicht freuen. Warum sollte uns das freuen, wenn Islamfeinde diffamiert werden? Also, dass man Lügen über sie verbreitet, Gerüchte über sie verbreitet, das freut uns nicht. Weil wir das auch nicht brauchen. Brauchen wir Lügen und Diffamierungen in Bezug auf Islamfeinde? Die Wahrheit stellt sie doch bloß. Wir brauchen Fakten, wir brauchen keine Diffamierungen. Aber sollten wir dem eines Tages mal zustimmen? Die Runde wird sich speichern. Aha, das geht also bei dem. Ja? Und irgendwann ist das wie ein Boomerang. Man wirft ihn, man meint, man trifft dadurch das Ziel, sein Ziel, aber irgendwann, es braucht nur einige Zeit und dann trifft einen dieser Boomerang. Und zwar vielleicht so, dass man es nicht mitbekommt. Und mit diesem Argument also gewann er auch Mut'im ibn Adi und drei andere, die dann sich daran machten, dies aufzuheben. Ja, sie zeigten Solidarität. Ein Wort, dessen Bedeutung verloren gegangen ist. Solidarität. Von der Logik her übst du mit jemandem, der nicht zu dir gehört. Du bist solidarisch nicht mit deinem Vater oder mit deiner Mutter oder ja, mit deinem Volk oder mit deiner Bezugsgruppe, sondern von der Logik her mit anderen. Darum geht's. Darum geht's. Es geht nicht um zwingendermaßen um gemeinsame Interessen, sondern es geht um gemeinsame Werte. Das ist der Unterschied bei Solidarität. Ansonsten ist man eine Firma, man hat gemeinsame Interessen. Aber Solidarität, ja, man hat gemeinsame Werte. Vielleicht nicht gemeinsame Interessen, aber gemeinsame Werte. Und deswegen setzt man sich füreinander ein, auch wenn man vielleicht selbst nicht betroffen ist. Und hier jetzt eine Frage, selbstkritisch. Sind wir solidarisch mit anderen, denen es vielleicht in einigen Situationen noch schlechter geht? Mit Sinti und Roma beispielsweise? Oder brauchen wir manchmal auch ein Ventil und sagen, ah, schau dir die und die an. Ja? Wenn, liebe Geschwister, dann haben wir einer Sache zugestimmt, die uns selbst auch trifft, als Betroffene. Aber ich denke, dass wir, wenn wir religiös sind, wir verstehen dies instinktiv, dass solche Ausgrenzungen und Diskriminierungen nicht in Ordnung sind. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wisst ihr, dass in Deutschland gerade ein großer Grundgesetzbruch zugange ist, aber niemanden scheint es zu interessieren. Niemanden scheint es zu interessieren. Es steht in Paragraph 7 des Grundgesetzes, Absatz 3, dass der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt wird. Ja?
Das heißt, der Staat erteilt keinen Religionsunterricht, sondern die Religionsgemeinschaft, sie verantwortet das. Sie sagt, das kann an staatlichen Schulen gelehrt werden. Wir sind Vertreter der Religionsgemeinschaft, nicht der Staat ist Vertreter unserer Religion. Macht Sinn, oder? Macht Sinn. Warum sollte die katholische Kirche der Regierung überlassen, den Katholizismus an deutschen Schulen zu lehren? Und das ist, wie gesagt, im Grundgesetz verankert, nicht in Paragraph 377, sondern in Paragraph 7. Daran merkt man auch eine gewisse Gewichtung, eine gewisse Wertigkeit dieser Angelegenheit. Wisst ihr, was jetzt so in den Zeitungen steht? In Hessen nach den Sommerferien, ab der 7. Klasse wird der Religionsunterricht für Muslime nicht mehr in Übereinstimmung mit der Religionsgemeinschaft erteilt, sondern das macht der Staat. Und in Bayern ist das gerade das Modell. Und semi-öffentlich, ich war auf Veranstaltungen gewesen in den letzten Wochen, wurde von einem Professor auch mitgeteilt, dass das auf Bundesebene, also nicht auf Länderebene, sondern auf Bundesebene auch der Wunsch ist, dass man diesen Paragraph, dass man sich dieses Paragraphens entledigt. Ja, und die Mehrheit der Anwesenden waren nicht Muslime bei dieser Tagung und waren Christen. Und dann hat man auch angefangen zu überlegen, ja Moment, wenn dann erstmal die Muslime oder am Beispiel der Muslime der Religionsunterricht nicht mehr verantwortet wird von der Religionsgemeinschaft, wer wird denn der Nächste sein? Wer wird denn der Nächste sein? Wer wird dann der Nächste sein? Das heißt, aus einem Wert kann am Ende sogar ein gemeinsames Interesse werden. Weil wenn du nicht denjenigen beschützt, der Unrecht erfährt, was gibt dir die Garantie, dass es nicht dich trifft, dieses Unrecht? Und im Gegenteil, das ist bereits eine Garantie, dass das Unrecht sich auf den Weg zu dir macht. Wir kennen die arabische Geschichte von den drei Stieren. Ja? Dem hellen Stier, dem braunen Stier und dem schwarzen Stier. Und sie standen immer zusammen, sodass der Löwe sie nicht jagen konnte. Und eines Tages kam der Löwe zu den dunkleren Stieren und sagte, schaut mal, ihr seid ja gut geschützt durch eure dunkle Farbe, aber der helle Stier, der zieht immer Aufmerksamkeit auf euch. Lasst ihn mich fressen und ich verschone euch. Es gab eigentlich keine Not, sie waren ja geschützt. Aber sie sagten, okay. Und sie überließen dem Löwen den Stier, den weißen Stier, dem hellen Stier. Und dann kam eines Tages der Löwe zum schwarzen Stier und sagte, schau mal, dich kann ich nicht richtig sehen. Ja, du Camouflage, du passt dich deiner Umwelt an, du bist gedeckt durch die Umwelt. Man erkennt dich nicht durch, durch dein Verborgensein. Ja? Mir fehlen jetzt einige Worte. Und der schwarze Stier, er stimmte zu. Ja, hol dir den braunen Stier, weil ihn sieht man eher als mich. Und dann, als sich dann der Löwe, nachdem er den braunen Stier aß und verdaute über Tage und Wochen, näherte er sich dem schwarzen Stier. Und da sagt er zu ihm, heute werde ich dich fressen. Wisst ihr, was der schwarze Stier gesagt hat? Er hat gesagt, ich wurde gefressen an dem Tag, an dem der weiße Stier gefressen wurde. Ich wurde gefressen an dem Tag, als der weiße Stier gefressen wurde. Alhamdulillah, liebe Geschwister, es gibt viele Initiativen, Organisationen, Institutionen, Menschen, die sich gegen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einsetzen und im Speziellen auch gegen antimuslimischen Rassismus, Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit. Tut euch mit diesen Menschen zusammen. Man kann nur zusammen ein Miteinander leben. Tut euch mit diesen Menschen zusammen. In dem Zusammenhang Dr. Jürgen Miksch, er ist einer von diesen Menschen. Er ist einer von diesen Menschen, er hat diese Broschüre Antimuslimischer Rassismus, was tun, verfasst. Verteilt diese Broschüre. Ja? Gesellt euch zu diesen Netzwerken. Das hilft euch auch in eurer Wahrnehmung, weil die Menschen, die Terror betreiben, sie wollen die Gesellschaft spalten. Ja, sie wollen auch, dass wir nur Angst haben und nur Wut haben und dass wir uns komplett ausgeliefert sehen, ohne Beistand. Aber dieser Beistand, Alhamdulillah, ich darf ihn bezeugen, er ist auch da, Alhamdulillah. Er ist auch da. Bleibt weiterhin offen. Habt weiterhin ein Lächeln, das Lächeln des Gastgebers. Übersieht einige Dinge. Ja? Manchmal übersehe ich einige Dinge, wenn jemand etwas sagt, was nicht angebracht ist oder etwas tut, was nicht angebracht ist. Aber es ist ein Prozess. Ich sage, bei einigen Menschen dauert es. Und es gibt dann auch Fortschritte, Alhamdulillah. Arbeitet mit einem langen Atem
an diesen Fortschritten. Mit einem langen Atem an diesen Fortschritten. Ich darf in diesem Zusammenhang sagen, Alhamdulillah, wir haben seit 2011 nur durch unsere Moscheeführungen knapp 3000 Menschen in dieser Moschee gehabt, nicht Muslime. Und das ist eine kleine Zahl. Die Abu Bakr Moschee hat in schlechten Jahren 3000 Nicht-Muslime in ihrer Moschee zu Gast. Ja, dieses letztes Jahr, 2018, waren es ungefähr 4000 Nicht-Muslime. Seid weiterhin dieser Gastgeber, seid weiterhin großzügig. Holt die Menschen mit Argumenten ab, aber mit einer ruhigen Stimme und mit einem liebevermittelnden Gesicht. Ja, weil sie wissen es teilweise nicht anders. Ja? Sie wissen es teilweise nicht anders. Und manche meinen es auch noch nicht mal böse, ja? Wenn sie sich in irgendeiner Form unangemessen verhalten. Diese fünf Gleichgesinnten, die gesagt haben, dieser Boykott wird enden. Denkt dran, es waren 40 Oberhäupter der Quraysh. Natürlich waren sie eine Minderheit und sie waren nicht die ganz Großen gewesen in der mekkanischen Politik. Aber sie haben gesagt, wir werden nicht ruhen, bis das aufhört. Ja? Und diese möchte ich als Beispiel dafür nehmen, dass es zurzeit verschiedene Ligen gibt im Engagement gegen Islamfeindlichkeit. Manche Menschen sagen ja, sagen allgemeine Statements, aber sie lehnen sich nicht aus dem Fenster. Sie halten keine Mahnwache ab oder lassen jetzt keine Unterschriftenaktion starten oder nennen Täter nicht beim Namen oder beziehen sich nicht auf konkrete Beispiele. Das ist auch gut, Alhamdulillah. Aber es ist auch wichtig, dass wir mutig bleiben und auch dort, wo es unangenehm sein kann, Islamfeindlichkeit beim Namen zu nennen, dass wir dies aber auch weiterhin tun. Jürgen Miksch ist einer von ihnen. In dieser Broschüre sind 6 Gründe aufgeführt, warum antimuslimischer Rassismus zustande kommt. Einer von ihnen, das Verhalten der Verfassungsschutzbehörden. Das Verhalten der Verfassungsschutzbehörden. Ja? Ich darf in diesem Zusammenhang zitieren Dr. Werner Schiffauer, der sagt: Vertreter der evangelischen Kirchen in Deutschland und muslimischer Gruppen diskutierten bei einem Treffen im Mai 2014 viele solcher Fälle, bei denen sinnvolle Initiativen daran scheiterten, dass politisch Verantwortliche die Beobachtung der Gruppen durch den Verfassungsschutz als Ausschlussgrund betrachteten. Das heißt, muslimische Gemeinden, die das Miteinander in der Gesellschaft verbessern wollen, konnten das nicht tun, weil die politisch Verantwortlichen gesagt haben, mit denen kooperieren wir nicht, aufgrund dessen, was der Verfassungsschutz sagt. Wer kritisiert das? Professor Dr. Werner Schiffauer. Er sagte, für die Schwerfälligkeit der Ämter zahlte die deutsche Gesellschaft einen hohen Preis. Er sagt nicht die muslimischen Gemeinden, sondern die deutsche Gesellschaft hat einen hohen Preis dafür bezahlt, für diese Schwerfälligkeit der Ämter, also die Verfassungsschutzämter gemeint. Dabei waren die Kosten für die Observation noch der geringste Teil. Hier geht es also nicht um Geld, sondern wesentlich höher waren die politischen Kosten. Zahlreiche, vielversprechende Projekte wurden vereitelt, verhindert. Ein Gipfel an Absurdität war etwa, dass das Familienministerium der Initiative Islamur, Muslime gegen Zwangsheirat, seht ihr, das gibt es ja noch nicht mal, deswegen kann ich es noch nicht mal richtig aussprechen, ja? Muslime gegen Zwangsheirat eine Förderung verweigerte, weil die muslimische Jugend und Miligürisch beteiligt waren. Also genau die konservativen Gemeinden, die wegen ihres Familienbildes sonst immer kritisiert werden. Ja? Das ist wichtig, liebe Geschwister. Ja? Versteht mich nicht falsch. Ich suche mir das nicht aus, hin und wieder über den Verfassungsschutz kritisch zu sprechen. Ich suche mir das nicht aus. Aber es ist nötig, darauf hinzuweisen. Weil ich live miterlebe seit Jahren, wie einige Organisationen und Initiativen sagen, wir haben Angst, mit dem und dem und dem zu kooperieren und dann kritisiert zu werden, dass es dann einen Presseskandal gibt, weil der Verfassungsschutz ja dieses und jenes sagt. Und dadurch wird das Miteinander in der Gesellschaft verhindert, gestört. Und nicht wir allein zahlen den Preis als Muslime, sondern die gesamte deutsche Gesellschaft, wie Dr. Schiffauer hier richtig aufführt. Ich darf dieses Buch empfehlen, Nach dem Verfassungsschutz. Ich habe es von A bis Z gelesen. Dr. Klaus Leggevi und Dr. Meyer plädieren hierfür, dass der Verfassungsschutz innerhalb von 5 Jahren abgeschafft wird. Weil er nichts bringt und wenn er was bringt, dann nur Probleme. Und Muslime werden hier nur am Rande erwähnt, also es geht hier gar nicht darum, irgendwie Muslime zu verteidigen. Und das Buch wurde zuerst herausgegeben 2012. Ja?
Und lest die Biografie dieser Menschen. Die schreiben das nicht einfach nur so aus ihren Träumen heraus, sondern das sind ja, fundierte Argumente, die hier erwähnt sind. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten, Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Liebe Geschwister, Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat uns viele, viele Zeichen gegeben, zumindest mir, dass er mit uns ist und dass er uns unterstützt. Letzten Freitag haben ungefähr 80 Muslime, die noch nach dem Gebet ein paar Minuten da geblieben sind, die Shahada miterlebt von unserer Schwester im Islam, Dorothea. Und die Ehemann saß daneben und ich bemerkte, etwas ist in ihm drin. Er hat so mit verschränkten Armen dort gesessen. Und ich habe ihm versucht, viel Herz und viel Liebe zu zeigen und ihm zu zeigen, er ist hier herzlich willkommen. Und später habe ich erfahren, was in ihm sich bewegte. Er wollte die Shahada aussprechen, aber die vielen Leute haben ihn irritiert. Und er hat am selben Abend noch seine Shahada gesprochen. Und eine halbe Stunde später hat, alhamdulillah, ein Inder die Shahada im Infoladen ausgesprochen. Und auch heute hat eine Schwester sich angekündigt, dass sie gerne ihre Shahada ablegen möchte, ihr Glaubensbekenntnis, ihr Imanbekenntnis ablegen möchte. Allah Ta'ala ist mit uns. Lass uns nicht die Hoffnung verlieren, liebe Geschwister, oder dass unsere Hoffnung in irgendeiner Form erschüttert wird. Denn das ist die Aqida-Lektion, die große Aqida-Lektion, liebe Geschwister. Warum hat Allah Ta'ala 2 Jahre lang die Muslime isoliert sein lassen? Weil das war ein ca. 700 Tage Trainingsprogramm, zu spüren, dass Allah Ta'ala mit einem ist. Wie können wir Iman und Tawakkul, Vertrauen aufbauen, wenn um uns herum alles abgesichert ist? Vertrauen kann man nur in Zeiten der Unsicherheit aufbauen. Deswegen gibt uns Allah Ta'ala Verunsicherung in unser Leben, psychologisch, damit wir durch diese Verunsicherung hindurch unseren Tawakkul, unseren Iman weiter aufbauen, liebe Geschwister. Das ist eine sehr wichtige Lektion. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillaha yahfadhuk. Ja, bewahre Allah, er wird dich bewahren. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Ja, bewahre Allah und du wirst ihn bei dir, mit dir finden. Idha sa'alta fas'alillah. Und wenn du fragst, frag Allah. Aber wir sind gewohnt, wir fragen alle möglichen Experten und kompetenten Menschen um uns herum. Wir fragen selten zuerst Allah. Aber wenn wir verlassen werden oder wenn wir verunsichert werden, dann baut sich Tawakkul auf. Und wenn du auf etwas baust, vertraust, dann auf Allah Ta'ala. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكْ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكْ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ. Und wisse, dass wenn sich die gesamte Menschheit vereinen würde, um die in einer Sache zu nutzen, sie dir nicht nutzen könnte, außer in einer Angelegenheit, die Allah Ta'ala bereits für dich geschrieben hat. Und umgekehrt, وَنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَدُرُّوكْ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكْ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكْ. Und wenn sie sich versammeln würde, um dir in einer Angelegenheit zu schaden, so könnte sie dir nur in dieser Angelegenheit schaden, wenn Allah Ta'ala das bereits für dich geschrieben hat. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Und die Stifte sind erhoben, die Schicksalsschreibungsstifte sind erhoben und getrocknet ist die Tinte. Und getrocknet sind die Blätter. Und getrocknet sind die Blätter. Und weiter, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifuk fis shidda. Kenne Allah in den Zeiten, wo es dir gut geht, und Allah Ta'ala wird dich kennen, im Sinne von unterstützen, in den Zeiten der Erschwernis. Wa'alam anna an-nasra ma'a sabr. Und wisse, dass die Unterstützung, der Sieg, die Siegverleihung von Allah einhergeht mit dem Standhaftsein. Und Standhaftigkeit geht nur mit Prüfung einher, liebe Geschwister. Wir wollen Sieg, wir wollen Unterstützung, wir wollen das erfahren. Das geht nicht ohne Prüfung. Wa annal faraja ma'al karb.
Und dass der Ausweg einhergeht zuerst mit der Enge. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Und dass mit der Erschwernis einhergeht die Erleichterung. Das ist eine wichtige Aqida-Lektion, liebe Geschwister. Omar setzte den erfolgreichsten Kämpfer in der Geschichte der Schöpfung ab. Khalid ibn Walid, Saifullah, das Schwert Allahs. Er setzt ihn als General ab, wegen dieser Lektion. Er sagte, die Menschen haben angefangen zu sagen, Khalid ist mit uns, Khalid ibn Walid, Saifullah ist mit uns, wir können gar nicht verlieren. Als er das gespürt hat, hat er gesagt, Khalid ibn Walid ist jetzt ein einfacher Fußsoldat, kein General mehr, hat nichts mehr zu sagen. Und dann wurden die Herzen wieder, die betroffen waren, geheilt. Ah, an-Nasru min Allah. Die Siegverleihung kommt von Allah Ta'ala. Und weiter, liebe Geschwister, als Aqida-Lektion, wir geben dem Druck nicht nach. Ja? Das müssen wir mit uns mitnehmen. Manchmal Druck macht mit Menschen etwas. Der Sahabi, der militärische Geheimnisse an die Quraysh verriet, aber der Prophet gesagt hat, Allah Ta'ala hat ihm vergeben. Wir thematisierten das vor einigen Wochen. Das tat er, weil er unter Druck gewesen ist und diese Aqida-Lektionen in diesem einen Moment nicht zu 100% in seinem Herzen trug, beziehungsweise die Glieder waren schwach, diese Lektion umzusetzen. Allah Ta'ala hat ihm vergeben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch Folgendes vorlesen. Unterwürfige Anpassung hat in der Geschichte noch nie geklappt. Die Strategie geht also nie auf. Weder ist sie damals noch zu einem späteren Zeitpunkt aufgegangen. Das lässt auch Zweifel daran aufkommen, dass sie heute aufgehen wird. Je mehr wir versuchen, uns der Umgebung anzupassen, uns der politischen Führung und der Gesellschaft anzubiedern, desto tiefer fallen wir am Ende. Das soll auf gar keinen Fall heißen, dass wir die Welt um uns herum ignorieren sollten. Wir haben die Verpflichtung, die Gesetze des Landes zu befolgen, in dem wir leben. Wir dürfen und sollen uns für wichtige Themen einsetzen, das Leid der Welt bekämpfen, ein Teil der Gesellschaft um uns herum sein und diese aktiv mitgestalten. Klare Worte, oder? Aus einer jüdischen Zeitung. Aktuelle Ausgabe dieser jüdischen Zeitung. Einheit ist nun wichtig, liebe Geschwister. Lasst uns versuchen, Konflikte klein zu halten, zu ignorieren. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten und streitet nicht miteinander, sonst würdet ihr den Mut verlieren, den Aufwind, die Motivation und eure Kraft würde vergehen. Und seid standhaft. Gewiss, Allah ist mit den Standhaften. Ja, und dass wir auf schöne Art und Weise miteinander reden. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Und sprich zu meinen Dienern, sie mögen nur das Beste reden, auf beste Art und Weise miteinander reden, denn Scheitan stiftet zwischen ihnen Zwietracht. Wahrlich, Scheitan ist dem Menschen ein offenkundiger Feind. Liebe Brüder, bitte rückt auf für die Geschwister, die nachgekommen sind und greift parallel in eure Taschen. Wir sammeln für die Selbstständigkeit unserer Gemeinde. Bitte hebt aber auch etwas Geld auf für den gemeinnützigen Verein Kindertränen, Frankfurter Verein, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Wir sind voller gesundem Stolz in Bezug auf diese erfolgreiche, auf diesen erfolgreichen Verein. Und er sammelt, er verkauft Essen und der Erlös geht an Iftar-Pakete für unsere Geschwister im Jemen, für unsere Rohingya-Geschwister in Myanmar und Bangladesch, Syrien, Marokko und in Marokko. Wie gesagt, spendet einen Teil hier, vergesst aber auch nicht den gemeinnützigen muslimischen Verein Kindertränen e.V., den wir seit Jahren kennen und seit Jahren auch, Alhamdulillah, unterstützen dürfen. Und Allah Ta'ala möge sie unterstützen. Allahumma Amin.